Die Gemeinden des Wientals sind sehr dicht besiedelt und daher auch mit erheblichen Verkehrsproblemen belastet. Auf Initiative der beiden Stadtgemeinden Purkersdorf und Pressbaum wird nun ein Konzept zur Lösung des Verkehrsproblems erarbeitet, das in einer Pressekonferenz vorgestellt wurde. Die gemeinsame Pressekonferenz mit dem Pressbaumer Bürgermeister fordert ja eine Autobahnauffahrt hier im Raum Pressbaum-Purkersdorf. Wir stehen hier vor einer Betriebsauffahrt. Es wäre technisch leicht möglich. Ja, wir haben zwei große Forderungen, um den Individualverkehr zu verringern. Das eine ist Ausbau des öffentlichen Verkehrs, natürlich. Und das zweite ist, dass man überprüft, ob hier nicht eine Autobahnauffahrt, eine zusätzliche gemacht werden könnte. Würde für Purkersdorf bedeuten, dass pro Tag einige tausend, so 4.000 bis 5.000 Autos mindestens weniger durch die Stadt fahren würden. Und das wäre sehr, sehr wichtig. Ich kenne entlang der Westautobahn kein Stück, das so lange keine Autobahnauffahrt hat, wie das zwischen Pressbaum und Aurhof. Es wurden einmal von Seite des Landes die Zahlen erhoben. Es gibt hier Prognosen für die Zukunft und gerade diese Prognosen zeigen, dass etwa in Purkersdorf, im Bereich Purkersdorf, das ja ein Teil von Wintal ist, dass sich hier die Verkehrswerte bis auf 31.000 Fahrzeuge erhöhen könnten pro Tag. Jetzt sind ja Maßnahmen dagegen, nicht nur diese Autobahnauffahrt, sondern es müsste auch der öffentliche Verkehr verstärkt betrieben werden. Ja, auch da sind wir dran, sind alle Gemeinden dran des Wintals, dass wir einen besseren Zugsverkehr bekommen, dass die Bürger und Bürgerinnen hier ein gutes Angebot haben, um schnell zur Arbeitsstätte nach St. Pölten und Wien zu kommen, wenn das gegeben wäre. Es wird von Jahr zu Jahr besser, das muss man fairerweise sagen. Wenn das noch besser wird, wird das sehr stark genutzt werden. Ich wäre sehr glücklich, wenn beispielsweise die Kernzone ausgedehnt werden würde. Ja. Ich habe auch bereits angekündigt, zumindest für Purkersdorf, dass wir gerne bereit wären, hier mitzuzahlen. Aber das ist eine Vereinbarung, die zwischen Bund und den Ländern Wien, Niederösterreich zu treffen ist. Aber das wäre sinnvoll beispielsweise. Wenn du einen wirklichen Viertelstundentakt hast, durchgehend 24 Stunden oder zumindest in den Tagesspitzenzeiten, dann wird der öffentliche Verkehr noch attraktiver, als er jetzt schon ist. Wir zahlen derzeit schon bei verschiedenen Zügen mit. Die Gemeinden selber stoßen dann auch auf ihre Grenzen, an ihre Grenzen. Und so ist Bund und Land gefordert, hier uns in diesem Bereich zu unterstützen. Der nächste Schritt wird sein, eine Vorsprache beim Verkehrsreferenten, nämlich Landeshauptmann Bröll. Ja, Herr Landeshauptmann Bröll hat für die Anliegen der Gemeinden immer ein offenes Ohr. Das Ganze gehört fair behandelt, fair beurteilt und wir hoffen, dass wir hier zu einem guten Ergebnis mit dem Herrn Landeshauptmann kommen.